Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst vor der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten und mich impfen zu lassen. 10. April. Im Dorf gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig. Vielleicht, weil die Kinder gestorben sind. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum, bewegen sich nicht. Ich frage mich, ob sich die Krankheit ausbreitet. 11. April. Heute konnte ich nicht still sitzen. Irgendetwas bewegt sich in mir. Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe. Er hat überall Kriegsbemalungen. Dabei gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht wie ein Mensch aus. Was passiert mit den Leuten in diesem Dorf? 11. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Alter. Die meisten Frauen sind gestorben. Kopfschmerzen, Fieber, bin wütend. Draußen großen Mann gesehen. Riesig. Wahrscheinlich Einbildung. Wahrscheinlich nicht, Junge. Fühle mich gut, schreie aufgehört. Ja, fühle mich nicht so gut, glaube ich. Scheint Spaß, will töten. Er ist auch ein bisschen dumm geworden, oder was? Ja, kann einem leid tun. Haben das Land geklaut und dann noch Experimente an denen gemacht. Sollen wir jetzt dahin? Ja, dann will ich da hinten nochmal hingehen. Ah, hat sich doch gelohnt. Zeremonielle Maske. Deswegen gibt es hier keine Frauen und Kinder. Sehr interessant eigentlich. So. Ach, das ist diese genannte Seilbahn. Ende des Kapitels 3 bis 3.1. Naja. Weiter. Verwalten, würde ich sagen. Goldenes Ei, das nehmen wir gleich mal entfernen ab. Was kann man damit machen? Ja, den verkaufen, das verkaufen wir und Schätze. Okay, ja, super. Sonst noch irgendwas? Das können wir eigentlich alles verkaufen. Aber ich behalte die Schätze. Was ist das denn? Königliche Halskette. Ich behalte den Scheiß einfach mal. Wie viel Geld haben wir? 35.000, jo. Die haben wir doch. Verwalten könnte ich dann doch mal. Was ist das denn? Gewehrmunition? Inventar, haben wir für diese besondere Knarre noch irgendwas? Fürs Schrotgewehr würde ich gern mal was mitnehmen und das Schrotgewehr selbst bitte auch. Dafür lege ich einfach mal die weg. Und los. Ja, Mann. Hinrichtungsstätte, das hört sich ja selbst toll an. Gehst du mir mal aus dem Weg oder was ist los? Ich treffe mich nicht auf noch mehr so Bongo-Kinders. Na, toll. So will ich nicht enden. Die können wir doch von hier aus schalten. Genau, wir lassen die einfach nicht hoch.
Ja. Frag mich, warum die überhaupt klettern, wenn sie springen können. Mann, wenn man sich überlegt, dass man jetzt diesen Jugendlichen da töten könnte, der aber eigentlich nichts Böses wollte. Na ja, komm, ich glaube, das ist ein bisschen sinnlos, was wir hier gerade machen. Im Notfall können wir ja die Schrotflinte benutzen, die ich auf keinem Quickslot habe. Ja, rüst das mal aus. Nee! Mist, Dreck. Scheißding. Wo lang? Aua. Ich würde da empfehlen. Hups. Das ist eine Zugkurbel und was macht der da? Oh, nee. Was kann die Kurbel da? Aua. Ich weiß gar nicht, was die jetzt von uns wollte. Ist mir jetzt auch egal. Mann, ja, ich bin okay. Ja, wenn du nicht auf mich schießt, wäre ich noch okay. Ja, gut, gut, gut. Ja, eindeutig. Ja, bin ich. Ich schieße alle weg, die dich verfolgen wollen. Ich will den mal im Sprung erwischen. Na egal. Tod oder tot ist egal. Was? Scheiße, auch noch das. Wow. Alter, geh weg, du scheiß Krokodil. Killer-Krok oder was? So, erstmal den Riegel hier entfernen. Ach ja, der ist ja bestimmt so schwer, so ein Holzriegel da. Mit deinen Muckis, ne? Stimmt alles nur aufgeklebt, so. Und jetzt ganz schnell rüber, bevor jemand anders noch. Ich hatte die Tür doch eben aufgetreten. Mann, warum kommst du rüber? Du weißt doch ganz genau, dass wir jetzt hier rüber müssen. Und schnell drüber. Ah, toll, wieder eine Höhle. Freuen tue ich mich darüber aber nicht. They help fund the BSAA. What the hell are they doing here? Ich hab da so eine Vermutung. Sieht mir hier wie ein Ölkraftwerk aus. Na, Typ 3 Plagas Feldversuch. Ich wusste's doch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagas ist eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zur früheren Version zu erzielen. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagas namens Kontrollplagas,
der den Wirt mit besonderen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Kontrollplagers waren zahlenmäßig begrenzt und verursachten große körperliche Veränderungen beim Wirt, waren also nicht immer zweckdienlich. Vom Geschäft. Was? Ich höre da irgendwas. Vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachtet war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkungen zu entwickeln. Andere Teams sind mit den Entwicklungen eines ähnlichen Produkts zu kommerziellen Zwecken beschäftigt. Aber angesichts der Vorlieben von Las Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich wohl möglich Supersoldaten erschaffen, aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, waren sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination einer Basisplagers und eines Gens der Kontrollplagers entstand ein neuer Plagers-Typ, Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich zum neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Doch dieser Tag steht uns noch bevor. Bei einem kürzlichen Erfolg folgten Tests sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größte Problem ist die mangelhafte... Was? Adherzenrate. Adherzen. Kann ich jetzt noch nicht. Bei Erwachsenen und jugendlichen Männern. Männlichen Personen beträgt sie etwa 92%. Ebenso wie bei den normalen Las Plagas. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form kein adäquates Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich auf den dynamischen Einfluss des Kontrollplagers-Gens zurückzuführen. Allerdings blieb der Test nicht gänzlich ohne positive Ergebnisse. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurde teilweise erreicht. Die Sprungkraft, oh ja, der Wirte konnte beträchtlich gesteigert werden. Bla bla bla. Oh, okay. Ich hörte ja doch noch was anderes, oder? Danke, aber die Muni nehme ich. So. Dann gehen wir mal weiter und da hinten sieht es mir aus wie eine Ölanlage. Ja, und Irving's not getting away this time. Hurry! Na dann mal los. Ich will es gerade vorlesen. Na, es sind auch nur wieder so ein paar Bongards. Und Irving. Halt aufs Maul, ey. Einfach weiterlaufen. Hier brennt es überall und da kommen wir nicht durch. Habe ich gut erkannt, ne? Ja. Drehen, los, 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 drehen. Nein, scheiße. Ach Mist, das dreht sich hier jeweils dann immer ganz zurück. Okay, da können... Oh, Mann! Stirb dafür! So, jetzt können wir hier hoch. Und einfach mal sinnlos am Hebel ziehen. Mal sehen, was passiert. Okay, das ist doch nicht so sinnlos. Dann benutzen wir das mal, würde ich sagen. Hui! Zack. Ich hab keinen Bock auf so Typen.
Ja, ich versuch's, ja. Der Typ ist direkt da. Nein. Oh, fuck, eben hab ich gedacht, der hält mich. Ich muss dich leider enttäuschen, Junge. Ha! Das ging ja schnell mit der geilen Schrotflinte. Lob an die Schrotflinte. Ich glaube, ich spare die Muni lieber. Ach nö. Was haben die alle für ein Problem? Also die Band, ich glaube, also irgendwas bewegt sich. Also so ein Band, wo man mich dann nicht haben, ey. Gut ausgewichen, Shiva. Was? Schrotgewehr, Muni? Sehr gut. Ja, haben wir gut gelöst, meiner Meinung nach. Ich würde mir jetzt aber die Schrotflinte gerne mal ausrüsten, zumindest. Ja, gut. Nachladen für Notfall. Und die Knarre nehmen. So, keine Gegner mehr. Haben wir jetzt erstmal Ruhe, hoffe ich. So. Und ich würde sagen, fast, ne, nicht so fast, sondern es ist so, dass ich jetzt mal eine Aufnahmepause mache und ich weiß nicht, was ihr macht, aber macht damit weiter. Tschüss.